David, wir haben Sie eingeladen heute, um nochmal über Ihre Hochzeit zu sprechen, beziehungsweise heute geht es eher darum, wie Sie jetzt Ihre Flitterwochen geplant haben, wo es hingeht und wie geht bei euch die Reise so weiter? Na gut, nach Hochzeit haben wir keine Flitterwochen gemacht, da haben wir Flittertage am Stein oder Meer gemacht, wirklich nur, wie wir schon gesagt haben, mal rauskommen, abschalten, alles auch mal sacken lassen. Drei Tage, zwei Nächte, nur mal einfach alles, noch mal ein bisschen Schlaf von den 4 Tagen nachholen, weil das ist ein bisschen kurz gekommen bei uns damals. Das war, ja, auf die 4 Tage hochgerechnet vielleicht 12 Stunden oder so. Musste man jemanden nachholen, also der Körper, und das auch sacken lassen. Ja, und jetzt haben wir dann halt geplant, halt mit Vorlauf mal, nicht irgendwie so knapp oder so. Ja. Naja, auch schon wieder knapp, aber wir haben halt schon länger geplant. Eine USA-Reise. Ja, 3,5 Wochen Amerika, teilweise an einem Ort und teilweise mit Rundreise, mit einem eigenen Auto drüben gemietet. Einfach aus dem Grund, wenn Kinder irgendwann vielleicht zu vorhanden sind oder wenn man vielleicht so jobmäßig neu eingebunden ist, dann kriegt man einfach keine 3,5 Wochen einfach mal Urlaub. Und bei David geht es jetzt mit den Überstunden, dass man wirklich sagt, das ist was Einmaliges, das macht man auch, denke ich, nur einmal und gönnt sich nur einmal. Und deswegen ist unser Ziel das gewesen jetzt. Klingt cool. Ja. Habt ihr das irgendwie übers Reisebüro gemacht? Oder wie kam ihr überhaupt nach Amerika? Wurde das schon immer mal? Ja, wir hatten halt mehrere Sachen zur Auswahl. Kanada, Amerika und Skandinavien-Rundreise. Skandinavien haben wir gesagt, kann man auch mal machen, selbst mit Kindern oder so. Und die, was ich dann Wohnmobil dann irgendwann mal macht, also mietet und dann. Da ist man von hier aus schnell. Fliegen ist dann halt schon was anderes. Und ja, dann haben wir uns halt zwischen Kanada und Amerika, ich weiß nicht, ist dann halt irgendwie auf Amerika rausgelaufen. Ja. War halt so, war jetzt kein spezieller Grund. David war da auch noch nie. Also Kanada sowie Amerika. Ja, alles nicht. Ich war beruflich schon dort und würde das halt gerne mal privat alles erleben. Und deswegen sind wir jetzt dort hängen geblieben. Ja. Und dann waren wir im Reisebüro auch von einer Bekannten. Die Mutter, die hat ein Reisebüro, ist jetzt auch keins irgendwie von irgendeiner bestimmten Kette, sondern sie hat uns das auch aus verschiedenen zusammengesucht. Genau, privates, was uns auch mehr zugesagt hat, vielleicht kostet es dann auch 2 Euro mehr, aber wie gesagt, macht man einmal. War uns dann jetzt in dem Fall auch egal. Man hat halt immer so einen persönlichen Ansprechpartner, den man auch vielleicht, wenn was von drüben sein sollte, nochmal erreicht. Oder das war uns halt jetzt in der Sache mal ganz wichtig, weil halt immer was sein kann. Ja, ist ja auch schon einiges Zeit. Und die hat es auch individuell auf uns zurechtgeschnitten. Wir konnten mit der reden und die hat sich auch echt viel Zeit genommen. Hat uns auch, wir stehen auch im E-Mail-Kontakt mit ihr. Die hat uns das immer zugeschickt alles. Wir konnten es selber entscheiden. Also da haben wir wirklich nichts vorgeplant, sondern wir konnten das wirklich für uns gestalten. Also das war schon uns auch wichtig. Voll gut. Aber euch fällt es ja dann quasi aus, dass ihr euren Pass umändern müsst und so weiter, dass er viel später ist nach der Hochzeit. Also das, ja, Stein oder Meer ging so. Ja, es ging gerade so, wenn man Europa verreisen will, kann man ihn noch mit seinem Ausweis verreisen. Also mit seinem normalen Personalausweis. Ich weiß nicht, wie es dann ist, wenn man geänderten Namen hat. Ich glaube, das geht noch bis 6 Wochen nach der Hochzeit. Aber ich bin mir nicht sicher, das müsste man nachlesen. Also wenn man jetzt in Deutschland bleiben will, braucht man das ja nicht. Wenn man jetzt wirklich sagt, man macht mal wirklich nur 3-4 Tage raus. Das ist ja kein Problem. Ja, bei uns hat wirklich der Pass am längsten gedauert mit 12 Wochen Wartezeit, bis wir den hatten. Und da war auch kein Eilverfahren oder so jetzt dabei. Sonst beim Eilverfahren kannst du es schon innerhalb von einer Woche. Innerhalb von einer Woche einen Pass, aber dann bezahlt man nicht mehr. Ja, klar. Genau. Ja, klingt echt super. Wann geht's los? Im Ende Juni. Ende Juli. Also wir sind über unseren ersten Hochzeitstag, sind wir nicht da. Oh. Den genießen wir zu zweit in Amerika. Sehr gut. Mal was ganz anderes. Wir haben uns bestimmt da erinnert. Klingt gut. Jetzt mal noch eine Frage zum Schluss. Würdet ihr irgendwas anders machen? Also hochzeitsmäßig? Oder würde sie es jetzt ganz genauso wieder machen? Also ich muss sagen, ich hätte vorneweg vor dieser Masse, die auf uns zuströmt, ein bisschen Muffensausen, aber ich glaube, das ist normal. Weil ich so gesagt habe, boah, so riesig. Und das ist ja, je näher das dann kam, wurde das auch echt so, oh mein Gott, das ist ja wirklich krass einfach. Aber im Endeffekt so, wie ich jetzt den Tag erlebt habe oder die Tage, war mir das und ich glaube, nichts anderes machen. Yeah.
stehen oder was weiß ich. Weiß nicht, ob man das machen kann. Der Fotografen sagen ja vorher vielleicht nicht unbedingt noch oder was weiß ich. Vielleicht ist das so, weil du eher da bist oder so, das ist ein Problem. Nicht, aber das weiß man halt nachher. Ja. Nee, nicht anders. Ja. Sehr gut. Ja. Ich danke euch für eure Zeit. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, es war super interessant, informativ für alle, die das anschauen. Und falls ihr Fragen habt, könnt ihr uns ja immer eine Nachricht schreiben, entweder in die Kommentare unten oder über unsere Website, über das Kontaktformular. Und ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht euch noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss. Me, girl, I know a place where the green grass grows in sunny embrace and we can get away, girl.